Ihr Lieben, herzlich willkommen heute zu Furchtlöscher. Ich will dir heute eine 5-Minuten-Strategie weitergeben, die dich in Mut und in Sicherheit hineinbringt. Du weißt, das Kontrollorgan unseres Menschen ist tatsächlich unser Gehirn. Erstaunlich komplexes Organ. Und es steuert tatsächlich alles, sowohl unsere körperlichen Bewegungen wie auch unser emotionales Empfinden. Und wirklich unser Inneres zu bewahren, das ist immer wieder der Auftrag, den wir haben. Die Forschung hat noch nicht wirklich alles herausgefunden, was unser Gehirn alles kann. Aber wir wissen, dass es formbar ist. Man nennt das Plastizität im Fachbegriff. Über unsere Sinne, also sprich fühlen, schmecken, riechen und so weiter, wird unser Gehirn geschärft, bündelt die Informationen und irgendwann entwickelt es bestimmte Automatismen. Das heißt, wir erleben irgendwas und sofort rattert unser Gehirn, erinnert uns, bringt das in die richtigen Zusammenhänge. Das ist tatsächlich hilfreich, um Sprachen zu lernen oder ein Musikinstrument zu lernen. Aber weil wir in einer gefallenen Schöpfung sind, nimmt unser Gehirn eben nicht nur die positiven Dinge auf, sondern auch negative Einflüsse. Und die werden dann kanalisiert und verselbstständigen sich, werden tatsächlich zu einem Automatismus. Wir erleben das, wenn wir in der Kindheit Ablehnung erlebt haben, dann irgendwann, wenn das oft genug vorgekommen ist, entwickeln wir eine Furcht vor Ablehnung. Wir erleben, wie wir Abwehrmechanismen entdecken an uns, wie wir die entwickeln, wie wir davon am Ende sogar gesteuert werden von dieser Angst. Menschen, die ein Trauma erlebt haben, erzählen dasselbe. Die Frage ist, können wir das ändern? Und die Antwort ist ja. Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen, die du hast, sind letztlich eine Programmierung, die in unserem Gehirn stattgefunden hat durch Erfahrung aus der Vergangenheit. Und obwohl negative Gefühle stark sein können, sind sie letztlich nicht für alle Ewigkeiten installiert. Denn genauso wie wir das Negative speichern können, können wir auch das Positive in uns aufnehmen. Die Bibel nennt das Erneuerung unseres Sinnes. In Römer 12, Vers 2 wird das gesagt. Das heißt, wir werden in unserem Denken, in unserem Handeln verändert durch das Verändern unserer Gedanken. Und das ist ein großartiger Ansatz. Das bedeutet, wir müssen lernen, unsere Gedanken mit göttlichen Wahrheiten zu füttern. Philipper 4, Vers 8 klärt uns auf und sagt Folgendes. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautet, was irgendeine Tugend oder irgendwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach. Als Christ hast du das sicher schon oft gehört. Die Frage ist, wie denkt man denn über das Wort Gottes nach, sodass es tatsächlich in unserem Inneren, in unserem Herzen bleibt? Und jetzt kommt meine 5-Minuten-Strategie. Finde zuerst mal für dich den besten Ort und den besten Zeitpunkt, wo du tatsächlich 5 Minuten in Ruhe und konzentriert sein kannst. Dann beginn darüber nachzudenken, welche Gedanken, welche Gefühle oder Reaktionen haben bestimmte Nachrichten auf dich ausgeübt. Und dann, wenn die dir Angst gemacht haben, suche, und jetzt kommt der erste Punkt, suche in der Bibel nach Bibelversen, die dir Gottes Wahrheit zeigen. Da kann eine Bibel-App helfen oder bei Google Bible Surfer, wie auch immer diese ganzen Nachschlagewerke heißen. Aber such dir Bibelworte, die gegen diese Angst, die gegen dieses Gefühl sprechen. Das Zweite, investiere Zeit, um darüber nachzudenken, was sagt dieses Wort mir? Was bedeutet diese Wahrheit für mich? Was erklärt sie mir über Gottes Charakter, Gottes Liebe zu mir? Was bedeutet diese Wahrheit für mich in meiner Situation? Und wenn du das für dich reflektiert hast, manchmal hilft es auch, um Gedanken aufzuschreiben, kommt das Dritte, dann sagst du die mit eigenen Worten diese Wahrheit über dich. Sprich laut aus, was diese Wahrheit über dich sagt und was sie über die Situation sagt. Wahrheit nämlich, die wir aussprechen, macht uns frei. Und dann kommt das Vierte, wiederhole es.
Wann immer es dir einfällt, sprich diese Wahrheit am Tag immer wieder aus. Und hier wirst du langsam, aber sicher eine neue Denkrinne in deinem Gehirn durchsetzen. Wahrheit wird normal und ersetzt dann am Ende tatsächlich die negative Sichtweise. Deshalb finde Gottes Wort, reflektiere es, sprich es mit eigenen Worten laut aus und wiederhole es, so lange, bis es Teil von dir selbst wird. Wenn du diese Disziplin jeden Tag 5 Minuten durchziehst, wirst du merken, wie ein neues Denken und damit ein neues Fühlen und eine neue Verhaltensweise und eine neue Lebensfreude in dein Leben hineinkommt. Hey, Gott liebt dich, deshalb fürchte dich nicht. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.